Mein Gott, da habe ich mir aber einen verdammt kleinen Speicherraum ausgesucht. Da kriege ich ja fast Platzangst. Naja, immerhin bin ich alleine. Immer ignorierst du mich. Oh mein Gott, das ist mein zweites Ich. Was willst du hier? Naja, ich habe gehört, hier gibt es coole Räume. Deswegen bin ich hier. Ja, der Lloyd ist mit dabei, um mit mir Cave Story zu spielen. Mir ist halt echt überhaupt nichts eingefallen, was ich sagen könnte. Das macht überhaupt nichts. Der Lloyd hat das jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gemacht. Ja, ist eine Weile her. Auf jeden Fall, hallo alle miteinander. Hallo, dann wollen wir mal direkt ins Abenteuer starten. Jo. Denn wir müssen uns einem starken Gegner entgegenstellen. Ein Frosch. Nein, nicht ein Frosch. Oh, stimmt ja, du musst ja deine Energie auffüllen. Warte mal, ich gehe mal eben unten lang und hilf dir mal dabei. Du bist da oben erstmal sicherer aufgehoben, bis deine Waffen jetzt ein bisschen aufgerüstet sind. Ja, wenn ich natürlich meine nicht verlieren würde, dann wäre es natürlich auch wesentlich besser für uns beide. Deine Judy-Herzen. Alles klar. Ich muss erst in das Spiel reinkommen ein bisschen, sorry dafür. Ja, wir haben vorhin eine Runde Probe gespielt, aber Leute, ist noch nicht so ganz warm damit geworden. Und da der Nagi unbedingt den Multiplayer zeigen wollte, machen wir das jetzt. Auf diese blauen Geister, ich nenne sie jetzt mal Geister, schießen auf dich, wenn du sie anschießt. Ah. Okay, das erklärt so einiges. Kann ich die schwarzen Dinger hier berühren, kann ich? Die sind kaputt dann. Also vor denen musst du dich nicht mehr... Oh Gott, da ist ja noch einer! Ja. Ne? Ja. Läuft gut, ne? Ja, super. Ich habe jetzt schon noch 11 Health Punkte. So, hier müssen wir einen geschickten Sprung rüber machen. Schaffst du das? Ja. Ich bin nur beeindruckt, dass du das so gut spielen kannst mit dem Delay. So groß ist der Delay jetzt auch wieder nicht. Er ist vorhanden. So, hier müssen wir jetzt mit dem Ventilator rüberspringen. Willst du zuerst? Klar. Yeah. Hui. Ah, das ist noch... Mann! Das ist noch... Herzen. Läuft gut. Ja, super. Machen wir halt nochmal. Ich habe hier gespeichert. Weißt du, bis ich gekommen bin, hast du super gespielt. Und das haust du auf und dann ist alles im Bach runter. Ja. Also ich sammle die auf, weil ich habe nur noch so wenig Energie. Und dafür bin ich zurückgekommen? Ja. Raketen haben wir zwei. So. Yay. Ich gehe einfach durch die Tür, okay? Jo, nein! Das. Ich bin runtergefallen! Hast du gut gemacht? Ja, ich weiß. Ja. Yep. Geh durch die Tür. Alles klar. Benutze den Gum Key. Alright. Let's open the treasure. Treasure Chest. Kann ich mal Englisch sprechen? Mein Gott. Gum Base. Falls du nicht weißt, was wir machen müssen, wir müssen eine Bombe bauen, um einen Typ aus seinem Bunker zu befreien und wir bauen dafür eine Bombe halt und brauchen jetzt Gumbase dafür. Alles klar. Hey! Du schon wieder. Erinnerst du dich an mich? Das ist richtig, im Mimiga-Dorf. Achso, ich hab's zu dem Zeitpunkt gar nicht gemerkt, aber jetzt erinnere ich mich. Bist du nicht dieser Soldat von der Oberfläche? Ich weiß nicht, wie du in der Lage bist, überleben zu können. Misery! Das ist der Feind! Er könnte sogar stärker als du sein! Ist das so? Nun, zum Glück ist dieser Soldat dein Job. Mach ihn diesmal fertig, okay? Quark. Ja, jetzt haben wir hier den Ballfrog, den wir besiegen müssen. So heißt er. Was habe ich für eine Waffe? So ein Feuerball ausgerüstet. Mit L und R kann seine Waffen switchen. Da wir jetzt zu zweit sind, dürfte das wesentlich einfacher gehen. Oh, Vorsicht! Jetzt aber Raketen! Mach doch den Mund auf, Mann! Oh Mann, jetzt bin ich da gewesen. Warum macht die Klappe nicht auf? Ich weiß nicht, vielleicht weil wir nicht beide synchron rübergesprungen sind. Jetzt macht er sie auf. Also ein Herz, ne, brauchst du? Eventuell ja. Nein! Oh Gott. Die werden leider gleich verschwinden. Ist schon okay, ich habe noch 18. Ich habe nur noch du 12. Du könntest sie gebrauchen. Ja, ich hätte sie gebrauchen können. Jetzt aber. Ah, er macht wieder den Mund nicht auf. Mein Gott, ey. Mann. Ich glaube, ich benutze besser die andere Waffe. Die hat so wenig Freiraum. Sieben Energiepunkte habe ich noch. Oh nein, jetzt Tagesfrösche. Oh nein.
Da oben ist ein Herz. Ja, ich will's holen. Ich komme aber nicht ran. Das ist schlecht. Ja, ist es. Da vorne ist ein Herz. Jo. Ich hab's. Komm, schau, deinen Mund. Mann. Oh, mach deinen Mund auf. Komm schon. Geht's aber. Geh nicht zu nah ran. Ah, fast. Einmal müssen wir noch erwischen. Ich verwechsel mich immer mit dir die ganze Zeit. Aber ja, siehst du ganz, dabei siehst du ganz anders aus als ich. Ja, geht mir aber genauso. Und Feierabend. Was mache ich hier vorne? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir Bullfrog besiegt. Juhu. Bist du nicht glücklich jetzt? Doch, ich bin sehr happy. Guck, wie happy ich bin. Den Witz habe ich schon gebracht in der letzten Folge mit dem Pew Pew. Oh. Aber das kannst du nicht wissen. Du warst ja nicht dabei. Nee. So, dann würde ich mal sagen, bevor irgendwas schief geht, speichern wir erstmal. Ich versuch's zumindest. Ja. Und dann? Dann gehen wir wieder zurück. Yeah. Ich bin ausgerutscht, Entschuldigung. Macht nichts. Wir verzeihen dir. Danke. Wir sind ja keine Unmenschen. Keine Sorge, wir verzeihen dir. Ihr seid ja keine Unmenschen, ne? Ja. Und jetzt wollen wir beide gleichzeitig rein, ne? Nein, diesmal schaffen wir's. Ich muss aufpassen mit meinem bisschen Energie da. Shitistan. Shitistan? Shitistan. Wo ist denn das? Keine Ahnung. Ist mir gerade so eingefallen. Nee. Da vorne ist ein Safe-Raum. Pass auf, der. Nicht das. Das ist die Hinrichtungskammer. Schieß bloß nicht nach oben. Naja, ist auch eine Art Safe-Raum. Komm lieber hier rüber, bevor du alles stirbst. Klar. Die haben die Zutaten für die. Ist die Bombe fertig? Ah ne, wir müssen die zu einem Roboter bringen. Der ist hier drüben, aber bevor wir das machen, gehen wir erstmal oben lang. Meine Güte. Gib alles! So. Müssen wir irgendwie da hoch. Von wegen kein Delay. Ich habe nicht gesagt, dass kein Delay drin ist. Es ist nur ein geringer Delay. Ja, aber das Spiel selbst hat ja schon ein Delay, weißt du? Und dann auch noch über das lange HDMI-Kabel und alles. Es fällt auf. Es fällt auf. So, jetzt müssen wir wieder in den engen Raum hier gehen. Leben und Missiles aufgefüllt. Speichern. Vielen Dank, Lloyd. Jo, sehr gern. Hier lang müssen wir. Da ist nämlich... Hier ist ein Roboter, den habe ich in der letzten Folge so ein bisschen aus der Klemme geholfen. Und der macht jetzt für uns die Bombe. Hast du die ganzen Materialien zusammenbekommen? Oh, das ist Kohle. Und Jellyfish-Saft. Und Gumbase auch. Ich werde sofort die Bombe machen. Sie ist komplett. Der hört sich überhaupt nicht an wie ein Roboter, aber egal. Nee, nicht wirklich. Bombe erhalten. Jetzt geh und jag die Tür in die Luft. Du hast deine Stimme geändert. Ja, hat er. Das können nur Roboter. Wir sind doch selber Roboter. Ja, aber wir sind menschliche Roboter. Das ist ein gewaltiger Unterschied, ne? Gehen wir lieber oben lang. Wenn du die Sprungtaste gedrückt hältst, fliegst du höher. Ja, habe ich eigentlich gemacht. Der Feuerball ist hier ganz gut, dann kannst du nämlich die Gegner, die da unten sind, so ein bisschen in Bedrängnis bringen. Aha. Ja, Bedrängnis. Yep. Okay. Kollege, wir haben die Bombe fertig. Ist die Bombe fertig? Ja, sie ist fertig, meine Güte, stell dich nicht an. The bomb has been set. Someone set up us the bomb. Boom. Zack. Alright! Ich habe mehr erhofft. Sieht ja nicht sehr vertrauenserweckend aus, der Typ? Total, der hat ein Pflaster auf der Backe. Oh Mann. Das hast du gut gemacht, Junge. Nur ein Blick und ich wusste es. Ich wusste, du kannst es schaffen. Mein Name ist Kazuma Sakamoto. Aber nenn mich einfach Kazuma. Zum Glück konnte ich vor dem Doktor entkommen, aber dann wurde ich hierher teleportiert. Ich dachte schon, ich muss vor lauter Hunger sterben. Du bist ein wirklicher Lebensretter. Ach übrigens, hast du von einem Ort namens Mimigadorf gehört? Ja, von da komme ich rein zufällig. Sue? Du kennst Sue?
Ich verstehe. Nun, du bist also an Sus Stelle hierher gekommen. Alles klar. Dann lass uns gehen. Bring mich zum Dorf. Huch. Bist du das, Kazuma? Professor Booster. Sie sind also in Sicherheit. Ja, irgendwie. Und wie geht's zu? Ist sie in Sicherheit? Su ist im Mimigadorf. Dieser Junge wird uns dorthin bringen. Oh. Kennen Sie ihn? Nein. Um genau zu sein, haben wir uns gerade erst getroffen. So wie es aussieht, sollten wir uns schnell nach Sus Location begeben. Der Doktor hat damit angefangen, die Mimiga zu versammeln. Anscheinend hat er die roten Blumen bemerkt. Aber Su ist ein... Werden die roten Blumen bei ihr Effekt haben? Wie bei den anderen? Kazuma! Der Doktor hat damit angefangen, die Mimiga zu fangen. Du weißt, was das bedeutet? Also der Doktor und der Krieg? Das ist richtig. Und wir sind die Einzigen, die ihn aufhalten können. Aber wie werden wir den Doktor stoppen? Ich habe eine Idee. Jedoch sollten wir uns erstmal zurück zu Su begeben. Wir diskutieren das dann später aus. Ich möchte, dass du auch mitkommst. Wie eiskalt er dich ignoriert hat. Naja, im Spiel selbst existiere ich ja quasi nicht. Nee. Aber schön, dass du auch wieder was sagen darfst, nachdem ich diesen heftigen Dialog vorlesen musste. Ja, ich freue mich auch. Hey! Was? War das ein Schuss? Nein, das kommt dir nur so vor. Die Benutzung des Teleporters ist momentan außer Betrieb. Ein Computer? Was ist denn das? Kann man damit Texte schreiben? Ein Teleporter. Seine Benutzung scheint momentan nicht zu funktionieren. Suspekt. Hat er bestimmt später noch was auf sich damit. Ja. Sollten wir erwähnen, dass wir die Sachen hier teilen, die wir aufsammeln? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Triforce-Symbole, ich nenne die Triforce, diese kleinen Dreiecke, okay. Wenn ich Triforce aufsammle, dann kriegen Lloyd und ich die beide ab. Nur wenn wir Herzen einsammeln müssen, dann werden die nicht aufgeteilt. Und das war's auch schon. Ja. Was kommt als nächstes? Oh. Dialog. Psst. Ich zähle auf dich. Lass uns zum Mimigadorf gehen. Kazuma. Ja? Funktioniert dieses Ding noch? Ja, sieht so aus. Es hält nicht an! Man sieht dich gar nicht. Mein Held! Jetzt müssen wir uns zurück zum Mimigadorf begeben. Denn da warten zu Kazuma und Professor Booster auf uns und weitere... Die Herzen hätte ich gebrauchen können. Oh, Entschuldigung. Dann geh du doch vor. Okay, dann geh ich halt vor, damit ich jetzt der Held. Im Untergrund. Also, du schaffst das? Ja, natürlich. Ein Augenblick hier, da guck mal. Sofort. Da, siehste, und wer es schafft. Eindrucksvoll zeigt er wieder seine Talente, der Lloyd. Ich bin gleich da, Moment. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Da bin ich. Wow, pass auf, das ist ein Stachel, ne? Musst du drüber springen. Das werde ich hinkriegen, hoffe ich. Und hit. Das Herz? Ja, kein Problem. Ich habe ein Herz für dich. Oh. Pass auf, das sind Fledermäuse, ne? Ich mach die mal eben weg. Alles klar, die habe ich zwar gesehen. Einer ist noch da, aber warte, kurz. Jetzt. Runter oder? Ne, nicht runter, aus dem Stacheln. Oh. Wenn man von unten erstmal nach oben läuft, dann sieht man die auch. Deswegen weiß man auf seinem Rückweg auch eigentlich, dass die da sind. Es sei denn, man fängt an, während man auf dem Rückweg ist. Das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung dafür. Nee. Pass auf, Jellyfish. Und auch hier sind Stacheln, in die sollst du nicht reinfallen. Mhm. Es sei denn, du hast Bock auf Akupunktur. Kann ja sein. Ich glaube nicht an Akupunktur. Nee. Nee. Oh, hätte ich mal dir lassen sollen. Ja. Warum soll ich denn dem blöden Leuten irgendwas lassen? Meine Güte. Das war nur Spaß, ne? Nimm das bitte nicht ernst.
Jetzt aber das Herz! Nimm das Herz! Juhu! Ich darf auch mal. Ja, du darfst auch mal. Ach ja, Missiles werden übrigens auch zwischen uns beiden aufgeteilt. Wenn einer eine einsammelt, kriegt der andere auch eine. Sehr großzügig vom Spiel. Oh, und da ist das Bike, das Kazuma und Professor Booster benutzt haben. Hä, das Bike sieht so aus, als hätte es schon bessere Tage gesehen. Das sah es von Anfang an so aus. Oh, mein Herz, sorry. Brauchst du was zu trinken? Nö, geht schon. Okay. Ich quäl mich hier durch. Dann benutzen wir jetzt diesen Teleporter. Und gehen zurück zu Arthurs Haus, wo wir weitere Missionsziele in Empfang nehmen werden. Wir sind Waffen der Vernichtung? Ja! Der Doktor plant, die roten Blumen zu benutzen, um die Menschen anzugreifen. Warum würde er so etwas Furchtbares tun? Der Doktor ist wie ein Devil. Ein Monster. Teufel? Teufel, ja. Warum fällt mir das Wort Teufel nicht ein? Meine Güte. Danke, Lloyd. Sehr gern. Wird er Toko dazu zwingen, die roten Blumen zu essen? Der Doktor sucht immer noch nach den roten Blumen. Es ist gut, dass er ihre Location noch nicht gefunden hat. Aber wenn... wenn er die roten Blumen findet und sie an Toroko einsetzen wird. Sie wird mit Wut erfüllt sein und in seine Waffe des Todes verwandelt werden. Ich werde nicht zulassen, dass das passiert. Wusch. Autsch! Sind Sie okay? Ja. Aber ich habe nicht gedacht, dass wir es schaffen würden. Kazuma! Und Professor Booster! Oh! Wie geht es dir? Also, wie ist es dir ergangen? Ich überlebe. Und dieser Mimiker ist? Sein Name ist King. Er ist der Leiter dieses Dorfes und ein Freund von mir. Viele Mimiker haben hier einst gelebt. Aber die meisten wurden vom Doktor entführt. Kings Freund wurde auch... So, da sind wir jetzt. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Dialoge zu lesen. Ich hoffe, das ist okay. Ja, ich muss ja nicht viel machen. Toroko, als eine Waffe des Todes. Das werde ich nicht zulassen. Gute Arbeit. Das Bike ist zwar komplett Schrott, aber irgendwie haben wir es geschafft. Die Pläne des Doktors laufen immer weiter voran. Wir müssen uns beeilen und irgendetwas dagegen tun. Blub, du hast dich teleportiert. Hast du sehr elegant gemacht. Wusste gar nicht, dass du solche Talente hast. Du weißt vieles nicht so über mich. Willkommen zurück. Anscheinend schulde ich dir nochmal was. Mit Kazuma hier werden wir bestimmt das Passwort für das Ei herausfinden. Professor Booster! Können wir ihn mitbringen? Professor? Hä? Sue! Unsere Flucht muss fürs Erste warten. Der Doktor hat die roten Blumen gefunden. Ha? So wie es aussieht, hat er jetzt noch nicht seine Hände an sie anlegen können. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bevor er das tun wird. Ihre Location ist in der Sandzone. Ich habe gehört, dass die roten Flowers, roten Blumen dort versammelt sind. Sandzone? Also wenn wir dorthin gehen, werden wir den Doktor finden. Ich glaube, dass die Minions des Doktors schon dort sind. Oh mein Gott, er hat Minions mitgebracht. Ich glaube, ich höre lieber auf. Oh nein, nicht die. Ja, die sind furchtbar, ne? Oh ja. Die Handlanger des Doktors, meine Güte. Wir müssen die roten Blumen vernichten, bevor er sie in die Hände bekommt. Jedoch ist die Sandzone ein ziemlich gefährlicher Ort. Wenn wir dorthin gehen, könnten wir es eventuell nicht zurückschaffen. Geben wir dann auf? Eigentlich nicht. Wir haben hier die richtige Person, die uns helfen kann. Du! Was ist der? Ja, eben, ein Freund von mir ist online, dankeschön. nun. Er ist ein Roboter, der vor Jahren auf diese Insel geschickt wurde. Ein Roboter? Ich habe gehört, sie wurden alle im Krieg zerstört. Jedoch weiß ich nicht die genauen Details. Vielleicht ist einer von ihnen... Professor! Ich habe den Teleporter mit der Sandzone verbunden. Du bist der Ideale von uns, der sich darum kümmern kann. Bitte hilf uns.
Yay, ich bin der Held, ich bin der Held, ich bin der Held. Ja, hau ab. Früher hieß es wir, weißt du? Und jetzt ich. Piu. Gehen wir. Ey, willst du hier das Haus anzünden, meine Güte, ey? It's a teleporter. Gehen wir also zur Sandzone. Auf geht's, jeder macht Wüsten. Ja, gerade in New Super Mario Bros. Sind die immer so toll. Aber wir treffen ja einen schönen Charakter. Hallo? Sie rennt vor uns weg. Ist alles deine Schuld. Du hast sie verschreckt. Ich komme nie gut bei Frauen an. Du musst weggehen, ich kann nicht weiter. Weg. Jetzt komm wieder her, meine Güte. Piu. Siehst du, du kannst mir nicht entkommen. Ja, leider. Oh. Das ist ein Gegner. Ich hab die falsche Waffe noch ausgerüstet, sehe ich gerade. So, jetzt darfst du hier Balanceakt über kleinen Plattformen machen. Ich hoffe, das kriegst du hin. Ja, natürlich. Irgendwann. Notfalls gehe ich vor und zieh dich mit. Das geht natürlich auch. Spring mal kurz. Na gut, so geht's auch. Juhu! Nein! Oh. Gib dir ein bisschen Mühe. Du, so. Ich spiele nicht mit Absicht so schlecht. Und dafür haben wir uns jetzt einen Ausflug in die Bar verdient. Eine Bar? Eine Bar. In der Wüste. Sandstone-Residenz. Ah! Ja, du hast hier schon wieder Angst gemacht. Meine Güte, hör mal auf damit. Hey! Seht mal, ein Besucher nach so langer Zeit. Ich weiß, was du vorhast. Aber du wachst besser auf. Die Mimiga sind nicht der Feind. Sie sind total harmlos. Es tut mir leid für dich. Aber ich bin auf der Seite der Mimiga und werde nicht gegen dich verlieren. Bots time! Muss ab und zu mal springen, weil sie schießt dann ihren... Warum fällt mir das Wort nicht ein? Ihre Machine Gun! Meine Güte. Oh, oh. Du kannst die Rakete nicht einsetzen. Die hat ein Schutzschild. Oh, oh. Du musst gleich hinüber. Au. Oh. Auch ja, wenn ich hinüber bin, bist du ja auch hinüber. Ja, so ist das leider. Oh nein, wir sind hier. Oh Gott. Oh nein. Auf ein neues. Hoffentlich haben wir jetzt die Sense Zone schon freigeschaltet. Nein, haben wir nicht. Aber wir können ja Katzen überspringen. Oh Wunder. Nein, Glück, ey. Ja. In der Zeit werde ich nochmal kurz speichern. Leben haben wir genug. Dann auf wie geht's sie? Auf. Findest du es gut, dass man sich über Teleporter quasi fortbewegt? Ich habe jetzt nicht ein Problem damit, wieso? Wäre ja schön gewesen, wenn man quasi eine offene Welt gehabt hätte. So wie in Metroid? Ja. Ja. Das Spiel ist eigentlich so ein bisschen an Metroid orientiert, aber dann wieder nicht so krass an Metroid orientiert, ne? Da haben sie sich dann ein bisschen hier eigene Freiheiten gegönnt. Oder besser gesagt, der Pixel, der Entwickler des Spiels, hat sich eigene Freiheiten gegönnt. Das war ja ein Ein-Mann-Projekt, das Spiel. Oh, ein Herz! Nein, geh doch nicht weg! Bleib hier! Soll ich einfach vorgehen? Ja, geh einfach. Ja, gut. Ja. Ich mache! Ja, mach. Nein! Oh, verdammt nochmal! Ich sehe nichts! Wenn hier vorher nochmal ein Safe Point wäre, das wäre ganz gut. Nein! Ach, ich geh halt weiter. Ich geh durch die Tür, meine Güte. Ja, geh. Ach, schön, dass ich gehe. Ja, ist gut. Ich frage mich, ob der Feuerball vielleicht ein bisschen stärker wäre. Ich bin mir nicht sicher auch, weil deiner ist gar nicht aufgelevelt. Ja, deswegen. Meinst du noch auf Level 1? Okay, dann... Oh, verdammt. Sorry, war keine Absicht. Ah, da ist er schon wieder, dieser blöde Knilch. Überspringen? Ja, überspringen. Nein, spring!
bist ja schon wieder tot, ne? Ach nee, ey. Jump! Jump! Ja. Boah, ein Glück. Du hast gewonnen. Und jeden gekillt. So wie es gerade aussieht. Du hast mich erwischt. Wir wurden besiegt. Willst du die Mimika vernichten? Eigentlich nicht. Wie sieht's bei dir aus? Nö, die sind doch süß. Irgendwo. Oh! Du bist auf der Seite der Mimika? Ich weiß, es ist nicht ihre Schuld. Ich bin Curly Brace. Ich bin mit diesen kleinen Kerlen zusammen, seit ich mich erinnern kann. Ich kann mich an nichts davor erinnern. Anscheinend ist es sogenannter Gedächtnisverlust. Ich könnte ein Mimika-Killer gewesen sein, genau wie die anderen Roboter. Oh, dein Polarstar ist in einem ziemlich schlechten Zustand. Möchtest du ihn gegen meine Machine Gun tauschen? Möchtest du? Möchte ich. Ja. Eigentlich, das ist jetzt ein bisschen... Nein, eigentlich ist das kein Spoiler. Man kann auch den Polarstar behalten und ihn dann später zu einer höheren Waffe aufstufen lassen. Aber ich liebe die Machine Gun zu sehr. Na dann. Her damit. So, möchtest du vielleicht jetzt Curly spielen? Das geht nämlich. Ja klar. Warum nicht? Okay. Dann droppen wir dich kurz raus. Droppen dich wieder rein. Oh verdammt, das war nicht richtig. Curly, wo bist du? Da ist sie ja. Es ist jetzt zwar zweimal auf dem Screen, aber ist egal. Bist du sicher? Weil das könnte doch irgendwie eigenartig sein bezüglich der Story. Nee, im weiteren Verlauf dieses Levels erstmal nicht, das ist okay. Alright. Wir gehen erstmal hier rein. Oh Moment, ich habe vergessen mit den Charakteren zu sprechen. Das ist nämlich wichtig. Suchst du nach roten Blumen? Eine alte Lady namens Jane Carver könnte was darüber wissen. Oh yeah, noch was. Wenn du zu ihrem Haus gehst, sollst du den Hund da in dem Raum mitnehmen. Okay, machen wir das. Sei vorsichtig mit den Sandkrokodilen. Sie beißen einfach ganz plötzlich zu und kommen direkt aus dem Sand. Sie beißen ein Riesenstück aus dir raus. Klingt nicht sehr angenehm. Das ist alles die Schuld der Menschen. Die Mimika werden einfach benutzt. Du musst den Fluch von den Sonnensteinen entfernen. Ja, ich will so ein bisschen köstlichen Fisch essen. Ja. So. Jetzt würde ich in den Spiegel schauen. So, den Hund nehmen wir mit. Ruff! Willst du ihn mitbringen? Ja. Und in der Zwischenzeit hüpfen mein Charakter und dein Charakter ein bisschen ins Bettchen. Okay. Ja. Übrigens. Ja, bitte. Es gibt hier noch ein kleines Secret. Nein. Doch. Nein. Doch. Raus, deine Schuft. Nein. Nein, ich habe meine Gründe. Hör auf damit. Nein. Verdammt. Du bist widerlich. Ferkel. Ich komme nicht da raus, meine Güte. Verdient. Nein, ich muss das haben, was hier versteckt ist. Nein, Mann. Doch. Du Widerling, hör auf. Ah, ich habe deine Schlüppis gefunden. Dabei trage ich nie welche. Der war gut, muss ich dir lassen. Jetzt komme ich da nicht mehr raus. Aha. Zu Recht, ne? Die geht ja Leute einfach raus. Meine Güte. Du bist so schön. Was? Nichts. Du bist so schön, habe ich da gerade richtig gehört? Vielleicht mag ich mich. Ich weiß ja nicht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Safe Run können wir noch gehen, oder? Alles klar. Ist nicht so weit. Kriege ich meinen Schlüpfer wieder, oder? Nein. Oh. Wir haben jetzt die Machine Gun. Die hat aber auch nur begrenzte Munition, aber die lädt sich mit der Zeit wieder auf. Alles klar. Da kommen wir erstmal nicht durch. Und die bösen Mond. Ja, sieht aus wie ein Mond. Hab noch nie einen Mond in meinem Leben gesehen, müsst ihr wissen. Die bösen Sonnengesichter müssen weg. Naja, wir beide sind Gamer und gehen kaum raus, von daher ist das schon... Die Sonne muss weg! Die Sonne muss weg! Du könntest das Herz gebrauchen. Oh, ja. Ja, geil! Kommt dieses blöde Krokodil aus dem Sand raus, ich hab's vergessen. Dabei du wurdest noch gewarnt. Ja, ich wurde noch gewarnt, aber ich hab's vergessen. Jetzt kommen wir nicht mal in den Energiecontainer da oben ran. Aber das ist ein Herz, nur noch. Ah ja, aber das ist auch ein Energiecontainer, den brauchen wir viel eher.
Ist das nicht wie bei Mario Luigi, dass ich auf dich springen kann? Oder? Nein, kannst du nicht. Aber wir können von der anderen Seite aus rüberjumpen. Es sei denn, einer von uns macht alles kaputt. Deswegen schieße ich mal besser nicht. Nee, ist keine so gute Idee. Ja, von jetzt, ab hier müsste es eigentlich auch ganz gut klappen mit dem Sprung. Huzzah! Geschafft. Yay, yay! Komm, sei mein Cheerleader. Banzai! 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 Pass auf, dass du nicht im Sand landest, ne, wegen den Krokodilen. Jo. Ich weiß, ich bin genau der Richtige, der das sagt, aber egal! Du hast ja vorgemacht, wie es nicht geht. Yep, hab ich. Und ich bin auch verdammt stolz auf meine Leistung. Das sind überall Herzen, nehm ich mal. Ja. Oh, ich hab keine Munition mehr. Das Schöne ist, man kann die Machine Gun auch noch anders verwerten, wenn man auf Level 3 ist. Vielleicht weißt du das noch. Ja, das weiß ich noch. Das werde ich hier noch nicht vor wegnehmen. Fuck. Du hast es vergessen, ne? Nein, ich wusste es, aber die Triforce-Dinger waren einfach zu verlockend. Da oben ist ein Save Point. Wo wollen wir hin? Ja. Geht das überhaupt noch? Stimmt. Wenn man denn nicht so doof ist wie ich und auch mal springt. Ach man, es geht nicht. Vielleicht müssen wir einfach mal ein bisschen mehr kaputt machen. Da. Nee, geht nicht. Geht nicht. Vielleicht von hier aus. Warte mal kurz. Geh durch! Schuss, geh durch! Geh durch! Oh, da ist was. Das ist ein Herz. Nö, nee, nicht. Nö, nee, auch nicht. Geht nicht. Wir haben unsere Chance vertan. Aber wir müssen doch irgendwie speichern können. Was soll das denn? Da, siehst du? Oh. Gut gemacht. Ja, mach weiter. Ja. Steh da nicht so doof rum. Mach irgendwas. Ich mach doch. Kann es sein, dass man da gar nicht hin kann? Das kann sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich auch nicht. Lass es weiter versuchen. Ja, versuchen wir es noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Mann! Bin bestimmt nicht langweilig. Hund, mach dich mal nützlich! Ja, spring. Oder mach ein Salto, keine Ahnung. Nee, das wird nichts. Ja, aber dann kommt gleich ein Boss. Was ist denn? Go, Nagi! Go, Nagi! Nagi-kun! Banzai! Ist so bescheuert, ey. Ja. Vielleicht können wir von der anderen Seite durchgehen. Keine Ahnung. Oh, so cool. Das ist ein Stachel, ne? Oh. Schön. Wusste ich nicht. Warte. Ich mach das jetzt ganz geschickt. Da ist nämlich noch ein Hund. Den nehmen wir noch mit. Willst du ihn mitbringen? Ja, möchte ich. Und guck mal jetzt. Guck mal hier, das ist neu in dieser Version. Man kann die Hunde aufeinander stapeln. Wir können doch hier hinten speichern. Ja, meine ich doch. Safe? Safe. Safe. Und? Das war's. Alles klar. Achso, ja, ja, gut, dann bin ich weg. Ja, bleib mal da im Schatten verborgen. Niemand muss deine Existenz in Erinnerung behalten. Wir haben wenigstens noch deine Schlüpper, das muss reichen. Ich bin nicht. I hate you. Wenigstens beruht das auf Gegenseitigkeit. Das war die heutige Folge von Let's Play Cave Story. Vielen Dank an den blöden Leuten, dass er dabei war. Ja, an den lieben Leuten, dass er dabei war. Vielen Dank. Yeah, yeah. Ich mach mal lieber aus, bevor er noch irgendeinen Witz rauslässt. Leute, du bist awesome. Ciao. Tschüss.